Thank you.
Liebe Gäste, mein Name ist Lord Explorus und ich begrüße euch zu meiner Tour durch unsere große Abenteuerwelt. Lehnt euch zurück und genießt den Ausblick auf Wilden jenseits der liegt das Land der Vergessenen. Hier gibt es ganz viele Abenteuer, die ihr hier bei uns erleben könnt. Tobt euch zum Beispiel auf einem unserer Spielplätze aus. Hier setze ich mich gern auf die Wiese und genieße die Aussicht auf die Achterbahn auf der anderen Seite des Sees. Euren Namen rückwärts zu buchstabieren. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr mein Abenteuerzelt. Alle Infos und Showzeiten findet ihr auf den Tafeln im Park. Bei denen geht genauso kreuz und quer wie bei meinen spektakulären Reisen. Manchmal müssen wir hier halten. Lohnt sich aber. Denn bei einem Stopp könnt ihr den Abenteurern von Limit und Big Loop direkt ins Gesicht schauen. Sensationell ist Bruce Canyon, der größte Geodrop Tower der Welt. Mit dem wird die Schwerkraft null und nichtig. Probiert's aus. Gern auch für den Anfang auf Osamimi, den kleinen Bruder nebenan.
mein Titel eines Abenteurers erzählt euch von dem Fluch der Dämonen. Die kommen aus der sechsten Dimension und beherrschen meisterhafte Sprünge. Selbst ich beginne vor einem Jahr nur knapp im Kopf und halte die Bahn seitdem für den reinen Wahnsinn. Zwischendurch richtig einhauen. Entert unseren Piratenburger. Dort gibt es unfassbar leckere Burger und alles, was dazugehört. Ihr könnt direkt in der Taverne oder draußen Platz nehmen und weiter die Aussicht genießen. Oder besucht mich gleich in meiner Villa, dem Abenteuerhotel. Hier ist jeder Raum besonders. Ganz groß ist das Kinderprogramm mit Kinderspielplatz und solches Spaß. Aufregende Attraktionen wie kleine. Seit ich den Wikinger Hübsch und den Drachen ohne Zahn kenne, bin ich geradezu verrückt danach, aus wilden, feuerspuckenden Ungeheuern viele Schmusetierchen zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Drachen reitet, erlebt Drachenseven die Insel. Hier lernt ihr einfach alles. Sogar, wie man einem Kampf zwischen Feuer- und Eisdrachen entkommt. Mal Teil des Himmels werden wollte, bin ich auf den Aussichtsturm da vorne gestiegen. Der hat mich immerhin 75 Meter näher an die Venus gebracht und mich mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Wilde Wasser. Da fliegen euch aber keine Kugeln über die Ohren, sondern da fliegen die kleine Abenteurer in Mut. Oder treten eine Fahrt mit dem Heidepark-Express quer durch den Park an. Ah, da vorne rechts. Schaut mal genauer hin. Sitzt jemand drin? Winkt doch mal. Das ist nämlich die zweite Einschienenbahn. Bis ans Ende der Galaxis einstieg. Heute fährt sie durch den anderen Teil des Parks.
Sie gehen wieder hin. Sie fahren in die Luft.